Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Trek Armada 3 und läuft, ne? Läuft. Ein taktischer Kurs, gut, ja. Könnte nicht besser laufen. Nimmt gerade unsere komplette Economy auseinander. All sections report. Engines to full. So, wir ziehen uns mal hier gerade noch ein bisschen zurück. Mal gucken, können wir vielleicht noch irgendetwas bauen? Natürlich nicht. Das ist doch uns richtig am Sack, oder? Die Enterprise. Die Voyager oder Cisco können wir auch nicht rufen. Gut. Ach, der Planet wird sogar schon angegriffen. Das ist ja wirklich sehr sensationell. All sections report. All power to weapons. Oh mein Gott. Also diesen beiden kleinen könnte ich noch aufhalten, aber den taktischen Kubus ohne Spaß. Das war es. Standing by. Get that ship out of my sector. Autsch. Tja, ich würde mal sagen, unser Hauptplanet macht gleich einen Abgang. Dann haben wir nur noch diese eine Kolonie hier. Vielleicht sollte ich hier irgendwie schon mal ein bisschen was aufbauen. Das wäre... Standing by. Sinnvoll. We are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile. Ja, leck mich am Arsch. So, bauen wir hier nochmal ein Torpedo. Und zwar hier so am Rand. So. Ach ja. Wisst ihr, Starfleet. Kennt ihr das, wenn ihr so auf der Autobahn hin und her fährt? Moment, ich muss hier Battle Stations. Sekunde, du greifst auch nochmal. Alter, get that ship out of my sector. Get that ship out of my sector. Kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn so mit 130 Sachen über die Autobahn fahrt und dann fliegen immer mal so wieder kleine Insekten vor eure Scheibe und immer so Battle Stations. Platzen einfach. Ja, so muss ich das so muss ich der Kubus wohl gerade fühlen, wenn ich mit meiner Flotte da ankomme. Ich zerplatze einfach. Ich habe einfach keine Chance. All sections report. Okay, Picard. Station complete. Okay, Picard nimmt es mit dem Takt. Standing by. This is Captain Picard of the USS Enterprise. Not enough resources. Ja, natürlich. Was brauche ich davon? 150. Ach du Heilige. Boah, ey. Ich versuche irgendwie nochmal die Fähigkeit hier einzusetzen, wo ich davon bin. All sections report. EPK, zieh dich gerade mal zurück. You are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile. Ja, du mich auch. Oh, scheiße. Hat EPK erwischt? Battle Stations. All sections report. Was macht der hier? Helm, new course heading. Ist der festgeklebt? New course heading. Der ist echt festgeklebt. Scheiße, jetzt wollte ich gerade die Fähigkeit von Picard nochmal einsetzen. Aber gut, dann rufen wir mal die Voyager. Kann ja auch nicht schaden. Take us out of here. Warp 9. Janeway. Yes. Yes. Status. Komm schon, Jamie, du hast doch Erfahrung mit dem Borg. Ach du heilige Scheiße. Das wird nicht mehr reichen. Mhm. Ich könnte auch so eine Station hinbauen. Ja, warum nicht? Aber mach hier eine hin, da können wir doch so ein paar Raumschiffe bauen. Kann ich auch...
Ich habe hier gar keine Werft und sowas, ne? Prepare the docking bays. Steve. Ich versuche hier mal noch so eine Maya. Also, es ist klipp und klar, wir haben verloren. Aber ich versuche es wenigstens noch ein bisschen hinauszuzögern. Ach, du bist auch schon. Be ready for anything. Tja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir diesen normalen Schiffen auch noch irgendwie irgendwelche Fähigkeiten mitgeben können. Das müsste man irgendwie alles vorher wissen, ne? Ach, jetzt kommt das Ding auch noch da unten lang geflogen, das ist doch ein Scherz, ey. Enemy vessels detected. Ja, komm, Steam Runner Class, du machst das jetzt. Hab ich überhaupt noch irgendwas? Station complete. Voyager ist auch down, sehr gut. Das Blöde ist, ich glaube, dieses Hauptgebäude hier kann ich nicht mehr bauen. Also wenn das zerstört wird, ist es weg. Boah, ich würde jetzt gerne noch einmal Captain Picard rufen und mich dann nach da hinten zurückziehen, aber... Alert the crew. Station complete. Ja, Station complete. Da kann ich dieses Ding irgendwie bauen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. So, bauen wir mal die ganzen Jägertrupps. Ich erforsche auch schon ewig nichts mehr. Pah, was könnte ich denn erforschen? Ich weiß es nicht. Ich erforsche mal die Centaur-Klasse. Ach, jetzt kommt die... Ach, die Cardassianer, ja natürlich. Guten Tag, was wollt ihr denn hier? Na Freunde, ich habe schon ein paar Jäger, so einfach nicht. Boah, ich lebe ja noch. Alter, ich kann nichts mehr machen. Also hier sind die Borg echt übermächtig. Komm, bleib's an. All sections report. Set a course. Eigentlich könnte ich dieses Spiel jetzt beenden, aber ich werde die Folge natürlich... Soll es ein Scherz sein? Das war ein Witz. Die bombardieren meinen Planeten. Ich glaube, es geht los hier. Aber da kann ich echt gar nichts mehr bauen. Ich muss doch noch irgendwas bauen können. Hier, Miranda Klaas. Hin. Wer schießt denn da? Ach, die hier. Das ist aber ein Scherz. Die Borg machen unseren Hauptplaneten platt und die Cardassianer unsere letzte Kolonie. Battle Stations. Standing by. Initiate new attack pattern. Acknowledge Starfleet. Kann ich die auskillen? Ne, die kann ich nicht skillen. Okay. Oh, scheiße. Battle Stations. Boah, kann ich nicht noch einmal wenigstens PK rufen? Komm schon ein einziges Mal. Okay. Cooldown. Scheiß fucking Cooldown. We are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile. Alter, die auch alles gleichzeitig angreifen kann, ne? Ja, normal so muss man sich echt mit 4-5 Leuten gegen die Borg zusammentun, dann hat man vielleicht eine Chance. Vielleicht wohl mehr. Standing by.
Battle stations. Battle stations. Changing heading. Acknowledge Starfleet. So, wir greifen mal schön fleißig weiter an. Research complete. Oh, Picard, komm schon, Picard. Scheiße. Komm schon, noch einmal Picard. Eier, ich brauche seine Fähigkeit, eine Flotte reinzurufen. Habe ich überhaupt noch irgendwie Ökonomie? Boah, das läuft richtig gut, ey. Hier, die neue Klasse, da können wir auch mal ein Schiff von bauen. Zack. Haben wir ja gerade eben erforscht, die Centaur-Klasse. Und wir können Picard nicht mehr rufen. Oh Scheiße. Komm schon, Picard. Ja. Komm schon, Picard, lass mich hängen. Einmal noch. Standing by. Was eine traurige letzte Folge. Naja, wohl, ein Schiff ist ja schon mal down. Ja, gut, das dürft ihr auch sehr gerne angreifen. Möchte ich nur mal so gerade erwähnen, das andere darf man auch angreifen. Awaiting orders. Fire when ready. So, mal gucken, sieht das aus? Ja, geht. Das werde ich noch erforschen. Das hier könnte ich noch erforschen. Erforschen wir mal noch zum Schluss ein paar neue Schiffstypen. Da haben wir was. Standing by. Change heading. Dann sammle ich meine enorm große Flotte mal hier vorne. Komm schon, Picard, bitte. Oha, letzter Planet. Ich kann eigentlich irgendwie gar nichts mehr bauen. Ich bin richtig am Sack. Ich kriege zwar noch ein bisschen Einkommen, aber auch nicht mehr viel. Ja, normalerweise muss man echt so mit 4-5 Leuten gegen die Borg zusammentun und dann noch eine schöne gemeinsame Flotte aufstellen und dann, ja. Research complete. Dann kann man es vielleicht packen. Man könnte es ja auch aus dem einen Star Trek Film, während sie mein letztes Torpedo-Ding zerstören. Da ist ja ein einziger Borg-Kubus, also kein taktischer wie hier, sondern so ein normaler Kubus in Sektor 001 eingetroffen. Hier in diesem Star Trek-Film, der erste Kontakt hieß der, glaube ich. Ja, und da hat die Sternenflotte quasi fast verkackt. Und genauso verkackt auch hier mit dem Unterschied, dass es ein verdammter taktischer Kubus ist, der nochmal eine ganze Ecke stärker ist. Ja. Letzte Planet. Oh Mann, ey. Mir fehlen Ressourcen. Mir fehlt einfach alles. Give the word. Change heading.
Mir fehlt komplett alles. Immerhin habe ich hier gut viele Ares-Type-Stations aufgebaut. Das ist ja immerhin schon mal was. Kann ich nicht irgendetwas machen, um dieses Hauptquartier wieder aufzubauen? Ich glaube tatsächlich nein. Dafür kann ich noch mal eins bauen. Tja, wer verpasst mir den Gnadenstoß? Werden es die Cardassianer oder werden es die Borg? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass ich in der nächsten Folge auf jeden Fall eine neue Party starten werde. Und ja, dann werde ich mit den Borg spielen und dann werde ich mal zeigen, wieso die so scheiße mächtig sind. Ich glaube, ich werde genau dasselbe Szenario spielen, nur umgekehrt, dass ich quasi der eine einzige Borg-Spieler bin. Ja komm, dafür können wir noch mal eins bauen. Ich hab's ja dicke. Prepare the docking bays. Na komm Borg, gib mir den Gnadenstoß. Ja, die Cardassianer möchten es also wissen. Standing by. Okay. Reroute power to weapons. Awaiting orders. Steady as she goes. Die Cardassianer wollen mir den Gnadenstoß verpassen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt denn da so alles. Schade, ich kann keine Helden mehr bauen. Ich hätte noch gerne einmal Pika oder so gebaut. Na komm, von aller Seite schon die Borg. Nein. Oh shit. Vier Schiffe können wir von der schlechtesten Schiffsklasse noch bauen. Mal gucken, ob das was bringt. Ich bin auf jeden Fall pleite. Just tell me where to go. Sehr gut. Achso, ich habe meinen Planeten verloren. Sehr gut. Ich wurde militärisch geschlagen, weil ich meinen Planeten hier verloren habe. Sehe ich jetzt alles? Tatsache, ich sehe jetzt echt alles. Ach, deswegen haben die hier einfach mein Schiff hingeschickt. Das eine Schiff hingeschickt. Tja, wenn man nämlich hier seinen letzten Planeten verliert, ist man quasi besiegt. Ich könnte jetzt noch... Ich kann gar nicht mehr machen. Nö, ich hab verloren. Tja. Warum haben die Borg mir nicht den Rest gegeben? Lol. Ach du heilige Scheiße. Jetzt können wir uns mal gucken, wie mächtig die Borg hier noch sind. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, hier oben sind die Borg ja auch schon übelst. Oh mein Gott. Hier sind die Borg auch schon. Guckt euch an, wie mächtig die Borg sind. Hier bei uns haben sie sich schon richtig weit durchgefräst. In den drei anderen sind sie auch schon sehr, sehr gut am Gange. Ach, unser Romulanischer Verbündeter, den hat es auch erwischt. Was ist der denn draufgegangen? Vor uns? Muss ja. Aber geil, ich bin nicht der Erste, der draufgegangen ist. Sehr gut. Tja, das lief... Naja. So, dann gehe ich mal ins Main-Menü. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Das war die erste Partie in Star Trek Armada 3, A Call to Arms. Einen Mod für Sins of a Solar Empire, wie man hier sieht. Und in der nächsten Partie werde ich mal dasselbe Szenario nochmal spielen. Allerdings umgekehrt mit dem Borg. Und dann wollen wir doch mal sehen, wo der Frosch die Locken hat. Bis dann, haut rein. Ciao.